Willkommen, Mond und Stern, am Ort, an dem das Schicksal gemacht wird. Boah. Warst du nicht mal ein Dunkelelf? Dann sieht man mal wieder, wie dich die Macht mitgerissen hat. Wo ist das Herz? Bestimmt weiter tiefer innen. Hier hat es angefangen. Und hier wird es enden. Gibt es noch letzte Worte, die ihr loswerden möchtet? Oder vergessen wir einfach die schönen Reden und kümmern uns um unsere Angelegenheit? Ihr seid schließlich der Herausforderer. Also gebietet der Anstand, euch die Ehre des ersten Schlags zu lassen. Letzte Worte. Nun, da ihr hierher zu mir gekommen seid, kann es nur einen Ausgang geben. Viele Male habe ich überlegt, euch anzubieten, diesen Ort mit mir zu teilen. Ich überlegte, euch anzubieten, euren Eid des Dienens anzunehmen. Ihr könnt versuchen, mein Vertrauen zu gewinnen, indem ihr mir den Seelenschutz, die Seelenklinge und den Seelendonner gebt. Ich dachte, dass wir vielleicht erneut Freunde sein könnten. Kameraden, Waffenbrüder. Aber ich habe diesen Ort und die Macht durch Eroberung gewonnen, durch Wagemut und Initiative. Ich werde das nicht der Gefahr von Hinterlist und Betrug aussetzen. Ich gehe keinen Handel mit euch ein. Wenn ihr mein Feind seid, kann ich euch nicht trauen. Und selbst wenn ihr kein Feind seid, kann ich euch nicht am Leben lassen. Hier wird sich alles entscheiden. Ich glaube, ich werde den Sieg davontragen. Es kann aber auch anders ausgehen. Und ich bin eitel genug, mir zu wünschen, dass man sich meiner Worte erinnert. Sollte ich heute hier mein Ende finden. Wenn ihr also letzte Fragen habt, die ihr stellen wollt, stellt sie jetzt. Ich habe letzte Fragen, die ich euch gerne stellen würde, aber ihr werdet mir ohnehin nicht antworten. Die letzten Fragen. Meine erste Frage lautet, seid ihr wirklich der wiedergeborene Nerewa? Wollen wir ehrlich sein? Ich bestimme mein Schicksal selbst, auch wenn du mir das nicht glauben wirst. Aber ich habe mich aus eigenen Stücken dazu entschlossen, dir den Garr auszumachen. Ihr seid kühn. Ich honoriere eure Unabhängigkeit. Ihr seid in der Lage, den Göttern ihre Grenzen zu zeigen. Ich hoffe, die Barden werden euren ruhmreichen Tod in ihren Liedern preisen. Meine zweite Frage lautet, falls ihr gewinnen solltet, welchen Plan habt ihr dann für die Macht des Herzens? Werdet ihr euch selbst zu einem Gott machen und eine Theokratie gründen? Oder werdet ihr Akula Khan vervollständigen und mit Haus Septim die Kontrolle über Tamriel ausfechten? Oder werdet ihr das Herz mit euren Anhängern teilen, wie ich es tat, und eine neue Rasse göttlicher und sterblicher gründen? Weißt du was? Das geht dich nichts an. Auch wenn es interessant klingt, sich selbst zum Gott zu erheben. Nein, ich habe meinen eigenen geheimen Plan für das Herz. Nun, vielleicht wird es für mich noch einige Überraschungen geben. Oder vielleicht haltet ihr eure Pläne aus Prinzip geheim. Oder aber ihr seid ein geborener Blender. Aber egal. Und nun meine letzte Frage. Wenn ich euch angeboten hätte, mir zu folgen, hättet ihr mir dann den Seelenschutz, den Seelendonner und die Seelenklinge übergeben, um euren Eid zu besiegeln? Nein, ich werde euch niemals unterstützen, ich werde sie euch niemals geben. Mit den richtigen Garantien, nope. Garantien kannst du bei dem wohl vergessen. Ja, wenn ich einen guten Plan hätte. Ich werde euch niemals unterstützen. Danke für eure direkte Antwort. Und nun, falls ihr irgendwelche Fragen habt, fragt. Andernfalls seid ihr der Herausforderer. Ich erwarte euren ersten Schlag. Nein, wir haben Fragen. Was sind die Fragen? Was sind eure Pläne für das Herz und seine Macht? Ich werde weiter göttliche Macht aus dem Herzen ziehen und sie an die meinen weitergeben. Ich werde weiter göttliche Macht aussenden und die Pestwinde werden sie tragen, auf dass jede Seele in Vardenfell und auch jenseits des Wassers allüberall in Morrowind und Tamriel von ihr berührt werde. Eines Tages wird jeder Sterbliche in Tamriel sich frei fühlen, wenn er vom Göttlichen gestreift wurde. Das sechste Haus. Das sechste Haus wird die Speerspitze unserer Bewegung bilden.
Als Kultisten durchlaufen sie mehrere Stadien der Erleuchtung und werden, entsprechend ihrer Fähigkeiten, entweder zu heiligen Kriegern oder Priestern. Ihre Pflicht ist es, sich für den Dienst vorzubereiten. Ihre Freude und Befreiung ist es, immer tiefer in die göttliche Traumwelt einzutauchen und noch größere Erleuchtung zu erringen. Und was sind deine Pläne für die Dunmeer allgemein? Ich werde die Dunmeer vom Joch des Kaiservolks befreien und die falschen Götter des Tempels niederwerfen. Ich werde sie von ihrem lang gehegten Irrglauben befreien und ihnen ein tiefes Wissen um das Göttliche schenken. Vielleicht ist es dann, wenn Morrowind endlich wieder zu einer einstigen Größe zurückgefunden hat, an der Zeit zu fragen, ob die Dunmeer Ansprüche auf das Kaiserreich hegen können. Wie rechtfertigt ihr eure Verbrechen? Wenn ihr mit meinen Verbrechen das unausweichliche Leid und die Zerstörung meint, die Kriege mit sich bringen, dann nehme ich die Bürde der Führung an. Ohne Krieg kann das sechste Haus nicht zu alter Größe zurückkehren. Ohne das Risiko, die träge Herde in ihrer Ruhe zu stören, wird es keine Erleuchtung geben. Und ohne Blutvergießen lassen sich das Kaiserreich und seine verkommenen Truppen nicht aus Morrowind vertreiben. Mein Mitleid lässt mich trauern. Doch unsere Sache ist gerecht und gut. Was geschah mit den Dwemern? Ich weiß nicht, warum die Dwemer von dieser Welt verschwunden sind. Mir wurde es verwehrt, den Seelenschutz zu studieren. Ich weiß nicht, wie viel von Khargrenaks Legenden in seine Artefakte und wie viel seine eigene Hexerei und Beherrschung der Kunst eingegangen ist. Durch mein umfangreiches Studium des Khargrenak habe ich seine Weisheit und Kunst zu schätzen gelernt. Irgendwann, wenn die Feldzüge gewonnen sind, die das sechste Haus führt, werde ich hoffentlich Zeit für dieses Mysterium finden. Warum baut ihr Akulakan? Akulakan wird drei Bestimmungen dienen. Als erstes wird er der Kriegsfürst meiner Armeen sein und zunächst Vardenfell und dann Morrowind befreien und dann vielleicht auch noch den Rest von Tamriel. Zweitens wird er meine Saat ausbringen und die göttliche Substanz nähren, die aus dem Herzen kommt. Drittens wird er als Abbild und Symbol unserer Sache dienen, um das Kaiserreich herauszufordern, die Sterblichen von den alten Aberglauben zu heilen und unseren Kreuzzug gegen die Götter zu glorifizieren. Genug geredet, verteidigt euch. Nein, unsere Angelegenheit. Das dürfte ich nicht mehr ansprechen. Nun gut. Wenn ihr nicht warten könnt, dann mal los. Ihr seid der Herausforderer, der erste Geschlag gebührt euch. Unsere Angelegenheit allgemein? Ihr seid schließlich der Herausforderer hier, also habt ihr die Gunst des ersten Schlags, ich warte. What? Ich habe die Gunst des ersten Schlags, sagtest du, du Sackmann! Das ist keine Chance! Dreckige Luftpumpe. Aber er ist nur kurz verschwunden. Ich muss erstmal das Herz zerstören, damit er nicht wieder neu auftauchen kann. Akulakans Kammer. Er hat ihn so lange genährt, um ihn zum Leben zu erwecken. Wie dumm du doch bist. Ich bin ein Gott. Wie kannst du einen Gott töten? Welch große und berauschende Unschuld. Wie konntest du so naiv sein? Es gibt keine drinnen. Weder Widerruf noch Einmischung können an diesem Ort wirken. Komm, leg deine Waffen ab. Noch ist es Zeit, Gnade walten zu lassen. Wie das aussieht, der ganze Bereich dahinter immer so krass. Ja! Oh nein! Okay, ich mach ihm kaum etwas. Jetzt ist es an der Zeit. Können wir ihn auch so beschädigen? Oh! Wow. Okay, Dark of Ur, wenn der seine Fäuste auspackt, ist es sofort gelaufen. Keine Chance, aber ich wollte mir noch anhören, was er zu melden hat. Gut, dann lasst uns noch kurz, bevor wir absolut in das letzte Finale eindringen, nochmal schauen, wie viele Schläge müssen wir denn tun, um das alles zu vernichten. Ich frag mich, ob ich noch anders gegen Dark of Ur hätte handeln können. Hier sieht man ja auch, wenn ihr nicht den Turm für euch erobern könnt und alles hier, dann könnt ihr versuchen,
euch so hoch wie möglich in der Hierarchie zu etablieren. Das heißt, hier irgendwie Teil von ihm zu werden, von dem ganzen Plan. Ihr könnt so tun, als wärt ihr einverstanden, um ihn aber dann doch zu betrügen. Wäre das eine Option gewesen? Interessant. Hier ist der Vorgang der Unsterblichkeit. Ich habe den Absatz gefunden in dem langen Dokument. Der normale Vorgang, um eine Verbindung mit dem Herzen herzustellen, läuft in 3 Schritten ab. Der Träger des Seelenschutzes schlägt das Herz mit dem Hammer Seelendonner, wodurch das Herz einen reinen Ton hervorbringt. Danach schlägt der Träger des Seelenschutzes das Herz mit dem Schwert Seelenklinge und bricht so den reinen Ton in eine Fülle von Klangfolgen auf. Diese Tonreihen werden dann auf die Substanz des Trägers von Seelenschutz aufgetragen und verleihen ihm so Unsterblichkeit und ein göttliches Wesen. Dann wollen wir mal. Oh wow! Wer hat mir mein Glück vernichtet? Ah, nur ein Punkt. Alles in Ordnung. So, es ist an der Zeit. Wir werden uns nicht mehr anhören, was er zu melden hat. Wir gehen da rein und werden die Unsterblichkeit an uns reißen, noch während er schwätzt. Wie dumm du doch bist. Ich bin ein Gott. Wie kannst du einen Gott töten? Welch große und berauschende Unschuld. Wie konntest du so naiv sein? Es gibt keinen drinnen, weder Widerruf noch Einmischung an diesen Ortrücken. Komm, leg deine Waffen ab. Noch ist es Zeit, Gnade zu lassen. Ohne die Levitation komme ich da gar nicht hin. Nun gut. Ich muss nach unten reisen. Ich weiß nicht, wie ich sonst nach unten gereist wäre. Außer mich sofort fallen zu lassen. Es scheint mehrere Wege zu geben. Boah, guckt euch diese riesige... Das ist der Titan, der wiederbelebt werden sollte. Ist das das Herz? Jawohl. Es ist an der Zeit. Hat es den Ton von sich gegeben? Ich weiß es nicht. Ich setze die Seelenklinge ein. Was machst du? Na, halt! Dies ist das Ende. Das bittere, bittere Ende. Was tust du, Dagoff? Du hast mich fast getötet. Mit einem einzigen Hieb. Verschwinde, Dagoff! Was geschieht hier? Habe ich es getan? Was ist passiert? Ist er tot? Ich weiß nicht, ich kann mich aber auf jeden Fall nicht von hier wegbewegen. Das Herz ist verschwunden. Ich glaube, ich habe das Herz... Er fällt zusammen. Es fällt zusammen. Nimm das, Dagoff! All deine Arbeit umsonst! Gut so. Was nun? Ich werde ihn wohl nicht besiegen können. Wie kann ich jetzt vorgehen? Was muss ich tun? Soll ich nun einfach von diesem Ort hier flüchten? Dagafur ist immer noch nicht gestorben. Und so ohne weiteres wird er auch nicht sterben. Deswegen weiß ich nicht, was ich tun soll, um ihn endgültig aufzuhalten. Er hat jetzt vor allem kein Schutzschild mehr. Ich kann
kann seine Anwesenheit noch spüren. Aber wo ist er? Haben wir ihn besiegt? War es das? Ich fand Lorcans Herz inmitten des gigantischen Artefaktes. Akulakan. Ich schlug das Herz mit Seelendonner, dann schlug ich es wieder und wieder mit der Seelenklinge, bis von der Verzauberung nichts mehr übrig war. Von der erhaltenen Kraft des Herzens abgeschnitten, wurde Dagoth Urs schließlich vernichtet. Aber die Erschütterung löste ein Erdbeben aus und ich musste um mein Leben laufen. Azura? Ihr tragt nicht länger die Last der Prophezeiung. Ihr habt euer Schicksal erfüllt. Ihr seid frei. Die verfluchte Torheit der Dwemer, Fürst Dagoths Versuchung, die Versuchung des Tribunals, das Herz Gottes ist befreit, die Prophezeiung erfüllt, alles Schicksal versiegelt und die Sünden gebüßt. Wenn ihr Mitleid habt, so beklagt die Verlorenen, aber lasst das Wehklagen schnell verstummen. Die Pest ist fort und der Sonne goldener Honig durchflutet das Land. Heil den Erlösern! Hortator und Nerevarine, die Menschen suchen euren Schutz. Monster und Bösewichte, groß wie klein, bedrohen die Bewohner von Wardenfell immer noch. Feinde und Böses in unermesslicher Zahl, und doch wird unbeugsamer Wille Morrowind von all seinen Krankheiten heilen. Euch sei unser Dank und Segen. Unser Geschenk und Zeichen sei gegeben. Kommt, nehmt dieses aus der Hand des Gottes. Was soll ich aus deiner Hand nehmen? Ring der Azura. Infravision Ausdauer. Der sieht aber sehr schön aus. Mit den Edelsteinen vorne dran. Und erstmal der Wirkung widerstanden. Das Schicksal! Was ist nun geschehen? Da Dagoth Ur nun vernichtet ist, können seine verrückten Träume die Bewohner Morrowinds nicht mehr während ihres Schlafes in den Wahnsinn treiben. Auf meiner Flucht vor der Vernichtung der Kammer von Akulakan bemerkte ich die Gegenwart der Daedra Azura. Sie sagte mir, ich habe mein Schicksal erfüllt und sei frei. Die Prophezeiungen hätten sich erfüllt und die Pest sei verschwunden. Ich jedoch sei nun Hortator und Nerevarin, Protektor von Morrowind und müsse das Volk vor Monstern und Verbrechern schützen. Sie gab mir einen Ring als Zeichen ihres Dankes und Segens. Nice. War es das jetzt endgültig? Ich hatte gar nicht realisiert, dass ich Dagoth Ur absolut vernichtet hatte. Weil immer noch... Die Kampfmusik? Ich meine, mein Gefühl mir sagte, dass er lebte und er hat sich aufgelöst. Er ist einfach verschwunden. Ich hatte gedacht, dass da noch etwas anderes kommen würde. Gut. Finale. Ende. Dann gibt es eine letzte Sache, die ich gerne noch tun würde, bevor ich abschließende Worte finde. Konstitution hat auch großen Schaden bei mir genommen. Scheinbar, oder zumindest einiges an Schaden. Die anderen Dinge weiß ich gerade nicht. Was sonst noch nicht so gut bei mir aussieht. Aber ich würde gerne jetzt die Ur-Shi'laku besuchen gehen. Einfach das Volk Ur-Shi'laku will ich gerne besuchen gehen. Und Vivek selbstverständlich. Ur-Shi'laku, die waren da ganz im Norden. Wie kam ich da nochmal am besten hin? Wo wollt ihr hin? Cool, hat sogar einen Schlickschreiterhafen. Sieh mal einen an. Cool. Verstehst du wegen cool? So, dann lass uns kurz zur alten Ausrüstung zurückkehren. Vorsichtig jetzt. Seelenklinge zuerst ausziehen. Speer reinhauen. Und ich würde gerne meine Stärkehandschuhe, die mir mehr erlauben zu tragen, ausrüsten. Sehr gut, sehr gut.
Geschicklichkeit hat auch Schaden genommen, glaube ich. Ich glaube, das hat alles Dagoth gemacht. Kann das sein? Ja, es ist Geschicklichkeit wiederhergestellt. Der Rest weiß ich nicht. Ist der Rest auch auf dem neuesten Stand? Also auf dem wiederhergestellten Stand? Ich nehme an, schon. Ja, der Rest sollte passen. Puh, sehr, sehr geil. Also, kurz Urishlaku besuchen gehen und dann möchte ich wissen, ob die weise Frau etwas Neues zu melden hat. Ah, mit den Sonnenstrahlen in der Ferne, die zwischen den Ästen durchstrahlen. Ah, ist das nicht schön? Noch ein letztes Mal einige Klippenläufer töten. Ich werde euch so vermissen, meine lieben Freunde. Und um ehrlich zu sein, sind sie die wahre Pest. Willkommen. Die wahre Pest! So, was ist mit dem Anführer? Möchte der Ashkan mir vielleicht etwas sagen? Zu Dagoth Ur. Ihr habt Dagoth Ur und all seine Gefolgsleute niedergestreckt. Aber, Rond, erinnert euch daran, dass auch Fürst Nerevar einst dachte, dass Dagoth Ur und seine Gefolgschaft tot seien. Ganz genau, da ist eben mein Zweifel noch da, meine Freunde. Der Typ hat sich nämlich in Luft aufgelöst, wie das erste Mal, als er mir neu erschienen ist. Ich habe seine Leiche nicht gesehen. Die weise Frau, die mich über all die Prüfungen begleitet hat, tatsächlich, sie hat was Neues zu sagen. Ich bin betroffen. Warum habt ihr die Nerevarin-Prophezeiung noch nicht erfüllt? Habt ihr einen Fehler gemacht? Habt ihr eure Bestimmung vergessen? Ich habe gehört, dass das Oberhaupt des Tempels, ein Mann namens Tola Sarioni, verzweifelt ist und euch im Hohen Tempel in Vivek sprechen will. Bitte, falls es ein Problem gibt, geht zu Sarioni. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Oh? Irgendetwas Neues zu sagen? Obwohl wir das niedergestreckt haben alles? Sechste Prüfung? Siebte Prüfung. Okay, sonst hat sie nichts Neues zu sagen. Es gab nur sieben Prüfungen. Sarioni möchte mich jetzt plötzlich sprechen. Was genau hätte jetzt nochmal dazugehört, dass ich die Prophezeiung so erfülle, dass sie zufrieden gewesen wäre? Oh, neuer Dialog. Entschuldigt, Zera. Aber nun ja, ihr seid in der Ravarino ein großer Held und ich weiß nicht genau, wie man mit wichtigen Leuten wie euch redet. Ich möchte einfach nur sagen, hab Dank, Zera, für alles. Trotzdem sind deine Preise hochgegangen, oder was? Ah! Hättest mich gratis mitreisen lassen sollen. Wir bieten euch eine besondere Reise an. Zu einem niedrigen Preis. Ich bin dezent beleidigt. Dezent? Wir bieten euch einen besonderen... Ja, ihr alle bietet mir irgendwelche besonderen Preise an. Ist okay. Aber eine letzte Amtshandlung gibt es noch abschließend zu tun. Und zwar einmal, ich wollte ja mit Vivek reden... Und der Hohepriester, ich habe das Gefühl, ihm passt es nicht ganz, wie ich den Abschluss vollbracht habe. Dass ich die Prophezeiung nicht so erfüllt habe, wie er es sich gerne gewünscht hätte. Schauen wir mal kurz, was er zu melden hat. Was ist los? Na, Sarioni, über was wolltest du mit mir sprechen? Mit was bist du wieder unzufrieden? Möget ihr das finden, was ihr sucht. Oh, das haben wir. Der Glaube besiegt alles, Nerevarin. Möge euer Atem und euer Blut gesegnet sein. Über was wolltest du mit mir sprechen? Preiset Almsivi! Preiset Nerevarin! Dagoth Ur ist tot und die Pest verschwunden. Almalexia? War Fürst Nerevars tugendhafte Ehefrau? Oh, ich bin ja der wiedergeborene Nerevar. Vielleicht sollte ich meine ehemalige Ehefrau besuchen gehen. Und später Fürst Viveks Gemahlin. Dieser Drecksack hat mir meine Frau genommen. So, aber was ist jetzt? Was möchtest du mir sagen in Bezug auf Dagoth Ur? Er ist tot, mit ihm alle Gefolgsleute. Pest ist fort und der Himmel über dem Roten Berg erstrahlt wieder blau. Vielleicht sollte ich dich auf die Prophezeiung. Du scheinst ja nicht sehr aufgebracht, mir gegenüber zu sein. Was genau wolltest du denn mit mir jetzt hier besprechen? Nee, ich bin tatsächlich... Er hat sehr viele Dialogoptionen, aber ich bin alle nochmal durchgegangen. Und ich habe nirgendwo... Gut, hier habe ich ein Tagebuch-Update. Aber ich habe nirgendwo ein Tagebuch-Update bekommen, was irgendwie auf die Hauptquest bezogen ist.
Das ist nur die vier Säulen, irgendwelche Regelungen, Aufgaben im Tempel, töte niemanden, bla bla, Glaube, Familie und so weiter, wissen wir Bescheid. Aber eine revarinische Prophezeiung, sie sagt, sie habe gehört, dass ein Mann namens Tola Sarioni, ja, da bin ich gerade hier, verzweifelt sei. Und mit ihm zu reden. Ja, ich bin, das ist eigentlich Tola Sarioni, aber ich kann mit ihm über nichts reden. Ich habe alles ausprobiert, wirklich alles und... ich weiß nicht, ob ich was übersehen habe. Ich habe wirklich alles probiert. Wenn ihr sagt, ich habe vielleicht irgendwas falsch aktiviert bei ihm oder so, weist mich ruhig drauf hin. Dann werden wir nach diesem offiziellen Abschluss der Hauptquest nochmal bei ihm vorbeigehen und dann so seine Besorgnis ansprechen. Was wird denn Vivek zu melden haben? Der große Vivek. Die Pest ist vorüber und wir haben überlebt. Nun müssen wir uns dem Wiederaufbau des Tempels widmen und ihr euch den Pflichten als Protektor von Morrowind. Was muss ich als Protektor tun? Es gibt viel zu tun. Ihr habt noch immer Khagrenaks Artefakte, welche mächtige Waffen sind und den Verstand und die Erfahrung eines bewährten Helden. Das Tribunal und der Tempel sind erfreut, euch die Aufgabe zu übertragen, die Feinde Morrowinds zu bekämpfen. Viel zu tun. Pestkranke Tiere und Scheusale, die überlebt haben und aufgestöbert zerstört werden müssen. Es gibt niedere Monster und Bösewichter aller Art, die den Leuten zusetzen. Es gibt ungelöste Rätsel, legendäre, unentdeckte Schätze. Das stimmt. Ich bin sicher, dass ihr vieles finden werdet, das euch beschäftigen wird. Wie funktioniert der Wiederaufbau des Tempels? Zwischen dem Tempel und den abtrünnigen Priestern gibt es noch immer Dinge, die geklärt werden müssen. Und nun, da unser größter Feind fort ist, müssen wir den Tempel umorganisieren, damit er den Bedürfnissen der Leute nachkommt. Wir haben beispielsweise weniger Bedarf an Ordinatoren und größeren Bedarf an Priestern, Heilern und Lehrern. Wir müssen uns Zeit nehmen, um die Toten zu betrauern und zu ehren. Ohne die Kraft des Herzens nimmt unsere göttliche Macht ab. Unsere Tage als Götter sind gezählt. Ich habe meinen Priestern mitgeteilt, dass ich mich zurückziehen werde und der Tempel sich auf einen Wechsel vorbereiten soll. Man darf uns nicht mehr als Götter ehren, sondern als Heilige und Helden. Nur, der Tempel wird zum alten Glauben zurückkehren, zur Huldigung der Ahnen der guten Daedra, Azura, Mephala und Boethia. Die Traditionen des Tempels müssen fortgeführt werden, aber ohne seine lebenden Götter. Genau, sie erhielten die Macht von Lorcans Herz und dieses Herz ist nun nicht mehr. Hier wirkt er jetzt plötzlich ganz bescheiden. Wir verlieren unser göttliches Wesen. Ich habe das nie sehr ernst genommen. Eigentlich bin ich gar nicht ernsthaft veranlagt und ich werde es auch nicht vermissen. Ich habe mich immer nach Kräften bemüht. Und ich fürchte, ich habe auch hier und da Schaden angerichtet. Ich versichere euch, ich werde gerne wieder ein einfacher Sterblicher sein und mich meinen Vergnügungen widmen. Wir haben überlebt. Wir haben einen Großteil unserer göttlichen Macht eingebüßt, aber es ist noch nicht zu spät. Des Volkes Glaube ist noch nicht ganz erloschen und was davon übrig ist, werden wir dem Wiederaufbau des Tempels widmen. Jetzt, da Dag auf Uhr nicht mehr ist, können wir unsere Kräfte für die bescheideneren Bedürfnisse des Volkes einsetzen. Das ist gute, ehrliche Arbeit und wird Erlösung bringen. Er war ein Gott, Dag auf Uhr, und nun ist er tot. Falls ein Gott wirklich getötet werden kann. Oh, shit. Okay. Oh, Neuigkeiten hier. Wir sprechen nicht miteinander, Almalexia und er. Ohne das Herz, dank mir, lässt unsere göttliche Macht nach. Sie nimmt ihre Göttlichkeit äußerst ernst und dieser Verlust belastet sie ungemein. Sie ist im Grübeln verfallen und sie befürchte, dass sie sich und anderen schaden wird. Oh, ich glaube, sie wird dann eines unserer nächsten Ziele sein, die wir besuchen gehen. Ich habe seit unserer Niederlage am Roten Berg nichts von ihm gehört. Ach so, von Sotasil hat man schon sehr lange nichts mehr gehört. Ehrlich gesagt habe ich kaum je etwas von ihm gehört. Er ist vollkommen mit sich selbst beschäftigt. Wie auch bei mir wird seine göttliche Macht ohne das Herz verschwinden. Aber ich bezweifle, dass er den Verlust überhaupt bemerken würde. Er ist von der verborgenen Welt und ihren Geheimnissen fasziniert und ich glaube, dass er uns die meiste Zeit gar nicht wahrnimmt. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, werde ich mich jetzt hier mit diesem Ausblick auf Vivek langsam aber sicher von euch verabschieden. Wir haben es geschafft, wir haben Morrowind gerettet, zumindest vorerst. Es wurde beseitigt, die Bedrohung. Dag of Ur wurde vernichtet, vielleicht nur vorerst. Und das Herz
wurde zerstört, die Pest bekämpft. Doch es gibt noch viel zu tun, wie wir auch selbst gehört haben. Es gibt viel, viel, viel noch zu tun. Und wir werden es tun. Wir werden zumindest so einiges tun. Aber zuerst mal, wie ich so oft gesagt habe, Fallout 3 steht jetzt auf meinem Channel an. Ja, ich werde natürlich noch Blood Moon und Tribunal, beide Erweiterungen zu Morrowind, beide werde ich noch zocken, die Hauptstory von ihnen, auf jeden Fall. Das steht gar nicht in Frage. Ich werde den Tempel hier mit seinen Quests noch erledigen. Das werde ich auch definitiv machen, weil es eine der besondereren Gilden ist, die ihr euch auch gewünscht habt und auf die ich auch neugierig wäre. Aber zuerst wird es jetzt erstmal ein kleines Morrowind-Päuschen geben. Ich weiß nicht, wie lang das Päuschen gehen wird. Es wird nicht so sein, dass ich irgendwie ein, zwei Jahre lang Morrowind gar nicht mehr anrühre, also macht euch keine Sorgen. Es wird wieder zurückkommen nach einem Weilchen. Ich werde es euch dann wissen lassen. Vielleicht werde ich euch auch irgendwann damit überraschen, mal sehen. Vielleicht werden wir auch im Stream in der Zwischenzeit das ein oder andere Level-Up machen, die ein oder andere kleine Nebenquest machen und so weiter. Mal schauen, wir werden sehen, meine Freunde. Und ich möchte mich zum Abschluss des Story-Let's Plays, noch nicht endgültig, aber vorerst von euch verabschieden. Danke, dass ihr immer schön in Morrowind eingeschalten habt. Mit rund 120, 130 Folgen, die wir jetzt hatten, wurde die Hauptstory und so einige Gilden abgeschlossen. Und ich freue mich schon sehr, wenn ich in Zukunft euch wieder willkommen heißen kann, wenn es dann weitergeht, zurück in der zauberhaft modifizierten Welt von Morrowind.